Kriminalhörspiel von Christian Hussel. Achten Sie drauf, wo Sie hintreten. Wenn Sie das Blut in der Wohnung breitlaufen, wird Ihnen der neue Spannteppich vom Gehalt abgezogen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ist das Geschlinge erst rausgeflutscht, stopft das keiner so leicht wieder zurück. Aber schauen Sie aufs Bauchfett. Sie haben in etwa Ihre Figur. Ähnlich sähe das bei Ihnen aus. Oh, ist das charmant. Wer tut sowas? Finden Sie es heraus, Frau Kommissarin. Meine Aufgabe ist, nachzuvollziehen, wie es getan wurde. Doch um Ihnen zu helfen, es handelt sich um semiprofessionelle Arbeit. Vergleichsweise schaut es aus, wenn Medizinstudenten im Anatomiesaal frickeln. Und um Ihrer nächsten Frage vorzubeugen, nein, sie wurde nicht missbraucht. In 30 Jahren Polizeidienst habe ich auch nie erlebt, dass sich jemand an einer offenen Bauchhöhle vergeht. Ich gebe ja zu, dass ich Ihre Stimme mag. Noch schöner wäre allerdings, Sie würden die auch nutzen, Inhalte zu vermitteln. Der Täter oder die Täterin hat ein scharfes Instrument benutzt, möglicherweise ein Skalpell. Er oder sie hat unterhalb des Brustbeins angesetzt und in einem Zug bis zur Schamhaargrenze gezogen. Der Schnitt selbst ist nicht tödlich, auch wenn er ungewöhnlich ist und das Ergebnis wenig appetitlich aussieht. Das Opfer scheint kaum Schmerzen empfunden zu haben. Wir können von einer Betäubung ausgehen. Alkohol, Drogen, andere Narkotika, das finde ich heraus. Der Täter oder die Täterin hat sogar mit Nähen begonnen, aber dann ist irgendetwas dazwischen gekommen. Die Naht ist gerade einmal 5 cm lang. Die Operation wurde übrigens hier auf dem Fußboden ausgeführt. Was meine Stimme anbelangt, ich habe 20 Jahre im Polizeichor gesungen. Hat die Spurensicherung etwas gefunden? Elena, noch was, rumänische Staatsbürgerin, 30 Jahre alt. Der Pass dürfte bereits in ihrem Büro liegen. An der Badezimmertür waren fremde Fingerabdrücke. Wenn Sie gestatten, würde ich mich jetzt ins Bauchinnere vertiefen. Wir sind vor einer Stunde angerufen worden, anonym. Der Anrufer klang aufgeregt. Schade, wohl wieder ein Er. 90% der Mörder sind Männer. Ich freue mich jedes Mal, wenn eine Frau überführt wird. Wieso ist von der Spurensicherung niemand mehr da? Sehen Sie sich um, viel ist nicht zu holen. Dafür baumelt ein Opa im Stadtwald und im Kanal schwimmt eine Kopflose. Haben Sie schon bemerkt, dass sich die Toten im abnehmenden Mond häufen? Wohingegen die Aufklärungsrate bei zunehmendem Mond steigt. Ich wusste gar nicht, dass Zyniker die Mondphasen beachten. Meine Frau ist Homöopathin. Wir ergänzen uns vortrefflich. Zu Ihnen würde wahrscheinlich ein Ergotherapeut passen. Hier im Bad stehen ziemlich teure Kosmetika. Zu Ungunsten der Reizwäsche. Da sind meine anderen weiblichen Klienten regelmäßig besser bestückt. Erzählen Sie weiter. Ich schaue mich inzwischen in der Wohnung um. Bei Ihnen tippe ich auf Sternbild Widder. Richtig? Woher wissen Sie das? Als Mann hätten Sie damit Glück gehabt. Zu Frauen passt Skorpion und Krebs eindeutig besser. Wussten Sie, dass Hegel ins Rumänische übersetzt wurde? Auf dem Regal steht die komplette Werkausgabe. Schopenhauer gibt's stattdessen nur in Deutsch. Nicht anrühren. Schopenhauer kommt auf meiner privaten Unbeliebtheitsskala gleich nach dem Dalai Lama. Ziehen Sie bitte das dritte Buch von rechts heraus. William Blake? Genau das. Songs of Experience. Oh Rose, thou art sick. The invisible worm that flies in the night in the howling storm has found out thy bed of crimson joy, and his dark secret love does thy life destroy. Hat in der Schule leider bloß Französisch und Spanisch. Gleich zwei Fremdsprachen. Sie sind für den Polizeidienst eindeutig überqualifiziert. Ich habe den Eignungstest trotzdem bestanden. Oh Rose, du krankst. Der unsichtbare Wurm, der schwebt bei Nacht im heulenden Sturm, entdeckte dein Bett purpurner Freude. Seine düstere Liebe zernagt dir die Brust. The Sick Rose, Erstveröffentlichung 1794. Sie sollten unbedingt Blakes Radierungen anschauen. Stimmen die auch so optimistisch? Na nu. Da habe ich doch was für Sie. Bitte keinen Blake im Master. Sie können ja richtig witzig sein. Aber schauen Sie. Normalerweise erfolgt die Nierenentnahme über einen Schnitt in die Lenden. Hier wurde eine Niere gestohlen, durch die Bauchhöhle. Ist Ihnen nicht gut? Ich komme gerade aus der Kantine. Es gab
Nierchen. Ich liebe deutsche Küche. Nierchen, Leber, Herz, Prägen. Wie viel haben Sie gezahlt? 2,55 €. Äußerst preiswert. Diese fehlende Niere kostet die Kasse bei Transplantation ab 50.000 aufwärts. Organraub ist eigentlich nicht mein Gebiet. Dann sollten Sie an eine Spezialisierung denken. 20% der potenziellen Empfänger sterben vor Erhalt einer Spenderniere. Wartezeit 5 Jahre. Das treibt die Schwarzmarktpreise hoch. Mit einem Picknickkorb voller Nieren sind Sie Millionär. Dann sitzen Sie in der Gerichtsmedizin ja im Schlaraffenland. Haben Sie nicht gerade ein neues Häuschen bezogen? Bei den Innereien einer Wasserleiche rümpft sogar mein Terrier die Nase. So eine frische Niere muss schnellstens den Empfänger erreichen. Wissen Sie, wie das in China geregelt wird? Einmal wöchentlich strömen Patienten aus ganz Südostasien in eine bestimmte Pekinger Klinik. An diesem Tag wird ganz in der Nähe exekutiert. Und $10.000 für eine intakte Niere sind ein wahrer Schnäppchenpreis. Amnesty International kommt für die Volksrepublik auf 3.400 Exekutionen im Jahr. Ein nicht unerheblicher Wirtschaftsfaktor. Das klingt eher nach Horrorfilm. Sie sollten ab und an Zeitung lesen. Die Realität übertrifft stets unsere Vorstellungskraft. Diesem Lied hast du mich nach vorn geholt, Rocco. Ich habe alle Auftritte auf DVD. Krugerhalle, Waldstadion, Arena und. Wir beide vorn auf der Bühne. Das vergesse ich nie. 10.000 haben uns angehimmelt. Ich war nicht die Maus aus dem Background-Chor. Ich war ein Star. Uns galt der Beifall. Nicht nur dir. Uns. Am nächsten Abend hast du mich zur Party im Bootshaus mitgenommen. Die Band hat getrunken. Und ich hatte den besten Sex meines Lebens. Mit dir. Nein, du wirst mich nie mehr los. Deine Frauengeschichten sind mir egal. Du wolltest mich auch nicht verlassen. Du hast dich nur geschämt, weil ich dicker werde. Ich bin nun mal im 7. Monat. Das ist dein Kind. Mein Kind. Unser Kind. Wolltest wieder angeben mit deiner Harley. Nackt mit Slip als Helm durch den Regen, um Girlies zu imponieren. Midlife Crisis nennt man das. Jetzt schläfst du. Aber du hörst mich. Du hörst nicht genau. Und wenn du aufwachst, sitze ich neben dir. Niemand sonst. Rocco, du bist und bleibst ein Idiot. Ich will noch viele Kinder von dir. Ganz super süßer Mund, deine super süße Haut. Wie du gehst und wie du schläfst und wie du kaum wieder haust. Ich will dich Schau mal, der Strampler ist wunderschön. Wir haben schon ein halbes Dutzend. Und du selbst hast gesagt, wir müssen sparsam sein. Wir haben Babybett und Krabbelgitter besorgt und das genügt für heute. Noch knapp 4 Monate. Ich kann es kaum erwarten. Ich sehe den Spielplatz im Garten vor mir. Der Sandkasten wird überdacht und zusätzlich abgedeckt, dass keine Katzen reinkacken. Ich baue Schaukel und Rutsche und später auch noch ein Planschbecken. Schade, dass wir beide arbeiten müssen. Ich will mein Kind nicht in die Kita stecken und deine Werkstatt trägt sich noch nicht selbst. Wer weiß, ob sie sich eh tragen wird. Wir wollten beide, dass du es versuchst. Ich sammle schon Adressen von Tagesmüttern. Du hast zugenommen. Wenn unser Kind erst da ist, lege ich eine Diät ein. Nein, besser 3 Diäten auf einmal. Eigentlich gefällt mir verflixt gut, was ich jetzt in Händen halte. Dann finden wir einen Kompromiss. Ich muss noch ein weiterfallendes Kleid kaufen. Nächste Woche. Bitte nicht zu lang. Ich lasse mich gerne beraten. Wollen wir heute nicht mal richtig essen gehen? Und dabei überlegen wir, wie unser Kind heißen soll.
Was wünschst du dir eigentlich mehr? Junge oder Mädchen? Sei ehrlich. Ich wünsche mir ein Kind. Übrigens gibt es Namen, die für beides passen. Zum Beispiel Joe oder Percy. Gott, willst du unser Kind lebenslang strafen? Außerdem war ausgemacht, dass wir ins Kino gehen und danach zu Hause essen. Ich habe extra Lachs gekauft und eine Flasche Chablis. Namen suchen wir trotzdem, ja? Wir könnten uns ein Bild vom Ultraschall wünschen. Dann wissen wir, was es wird. Wozu? Hauptsache, unser Kind ist gesund. Zu viel Neugier schafft nur Probleme. Grausamkeit hat ein menschliches Herz. Des Menschen Angesicht ist nein. Angst ist die göttliche Menschengestalt und Geheimnis das menschliche Kleid. Blake? Die Menschengestalt ist eine Feuerschmiede. Das Menschenkleid ist glühendes Erz. Das Menschenantlitz versiegelter Schmelzherd. Sein hungriger Schlund das Menschenherz. Sie machen mich trotzdem nicht zum Fan. Ich ziehe Bukowski vor. Ficken und saufen, wie romantisch. Kommen wir lieber zu unserer teuren Verblichenen. Sie stand tatsächlich unter Narkose, verdammt hohe Dosis. Außerdem hatte sie einen angeborenen Herzfehler. Offenbar ist ihr Kreislauf während der Operation kollabiert. Alles in allem nichts Ungewöhnliches. Wenn da nicht eine bemerkenswerte Kleinigkeit wäre. Es sind immer die Details, die den Ausschlag geben. Bukowskis Gedichte zum Beispiel sind ausgesprochen sensibel, sofern man sich darauf einlässt. Ich habe genügend Trinkerhirne seziert, alle 0815. Aber mir ist während meiner gesamten Laufbahn nichts damit Vergleichbares begegnet. Mit anderen Worten, Sie haben den ultimativen Kick gefunden. Ich gratuliere. Unsere Elena ist, war schwanger. Hier sehen Sie das Ende der Nabelschnur. Soll das heißen? Genau das. Ihr wurde nicht nur eine Niere entwendet, sondern auch ein Embryo. Wer macht das? Wer schneidet einer Schwangeren das Kind heraus? Weshalb? Vielleicht aus Eifersucht, weil das Kind von einem anderen stammte. Motive gehören in ihr Ressort. Es gibt Morde aus Eifersucht. Schläge in den Bauch, sogar erzwungene Petersilienkuren, um eine Fehlgeburt auszulösen, aber nicht sowas. Früher waren Föten ein begehrter Rohstoff für die Schönheitsindustrie. Heute müssen sie verbrannt werden. Außer in China natürlich. Von da gelangen sie dann wieder in ihre tägliche Gesichtscreme. Das sind doch nur Evergreens aus der Gerüchteküche. Als Student hatte ich ein Praktikum in der Geburtsabteilung. Dort stand stets ein Eimer für die Plazenta bereit. Damit wurde die Kühltruhe im Keller beschickt. Ich kannte einen Chefarzt. Der hat bei jedem Umtopfen eine Nachgeburt mit eingegraben. Seine Pflanzen sind vortrefflich gediehen. Ich sende ein Rundschreiben an alle Krankenhäuser, dass jeder auftauchende Fötus sofort gemeldet wird. Unnötige Mühe. Irgendjemand findet das kleine Mäuschen in der Mülltonne. Er wird es nicht einmal von einer abgehäuteten Ratte unterscheiden können. Bei der Niere hingegen bin ich mir sicher, dass die wieder auftaucht. Und wegen des raschen Verfallsdatums schon binnen 24 Stunden. Gelangt aber der fehlende Embryo in die Presse, könnte das den Täter verschrecken. Überredet. Ich lasse es bei der alten Pressemeldung nur Mord. Niere und Fötus werden nicht erwähnt. Sie sind tatsächlich lernfähig. Ja, sagen wir, in meinem Alter stellt die Verkalkung noch kein wirkliches Problem dar. Wir haben Elenas Handyanrufe zurückverfolgt. Ein Frauenarzt, der Pizzaservice, eine Maria Sibiu in unserer Stadt. Und dann gibt es diverse Nummern in Rumänien und eine in England. Ich habe ein internationales Auskunftsersuchen gestellt. Warum rufen Sie nicht selbst an? Es gibt vorgeschriebene Dienstwege. Wenn ich die einhielte, würde mir meine Kundschaft unter den Fingern zerfließen. Haben Sie auch die eingegangenen Anrufe überprüft? Außer von dieser Maria erfolgten alle von öffentlichen Fernsprechern aus. Kriminalkommissarin Dorst? Es ist spät abends. Habe ich etwas verbockt?
Das wissen Sie besser als ich. Ziemlich hinterhältige Antwort. Was wünschen Sie? Ich möchte mich mit Ihnen unterhalten. Und ich muss in einer Stunde meine Kolumne liefern. Wenden Sie sich bei Gesprächsbedarf an den Polizeipsychologen oder an die Telefonseelsorge. Ich habe im Archiv Ihre Artikel gefunden, die über den internationalen Organhandel. Mir ist eine Niere abhanden gekommen. Solange die andere funktioniert, geht das in Ordnung. Reduzieren Sie vorsichtshalber Ihren Schadstoffkonsum, Alkohol, Drogen, Soßenbinder etc. pp. Ich meine, einer meiner Leichen wurde eine Niere gestohlen. Sie sollen mir helfen, die wiederzufinden. Suchen Sie bei eBay. Geben Sie Kidney ein. Bei eBay? Ich rede hier nicht von Möbeln. Ende der 90er Jahre wurden 5,7 Millionen Dollar für ein Einzelstück geboten. 2005 lag der Startpreis immerhin noch bei 800.000 Dollar. Wenn auch die Preise fallen, bleibt es weiterhin ein lukratives Geschäft. Und wen kümmert, wer dafür in Mexiko oder Kolumbien sterben muss? Haben Sie je darüber nachgedacht? Nein. Aber ich denke gerade darüber nach, weshalb bei uns ein Mensch deswegen sterben musste. Außerdem überlege ich, weshalb Journalisten sich zu Moralaposteln aufblasen, in konkreten Fällen jedoch ihre Hilfe verweigern. Die Bullerei kommt mit Moral, verdammt, der ist gut. Wohin zielen Sie eigentlich beim Schießtraining? Aufs Herz oder auf den Kopf? Ach, nein, auf die Niere. Danke. Ich schicke Ihnen dann eine Vorladung. Okay, überzeugt. Ich sitze täglich zwischen 12 und 14 Uhr im Café Neustadt. Wie erkenne ich Sie? Ich werde Sie erkennen. Dann bis morgen. Dessert und Pernod gehen aber auf Ihre Rechnung. Macho. Deine Lippen sagen ja, wenn unsere Körper sich verlangen. Frag mich nicht am Morgen, lass es jetzt anfangen. Ich will ein Kind von dir, jetzt und hier. Ich will ein Kind von dir, gib es mir. Ich will ein Kind von dir, bleib bei mir. Ich will ein Kind von dir, jetzt und hier. Wann haben Sie den Ausschlag erstmals bemerkt? Vor 3 Wochen. Manchmal bleiben die Pickel nur Stunden, manchmal tagelang. Ich kann Sie insofern beruhigen, als nicht Milben die Verursacher sind. Wahrscheinlich ist es eine allergische Reaktion. Sie sind 43. Ja, da kann sowas schon mal auftreten. Hat sich in letzter Zeit etwas an Ihren Lebensgewohnheiten geändert? Ich mache Schwangerschaftsgymnastik und ernähre mich bewusster als früher. Wir kaufen fast nur Bioprodukte. Das könnte der Grund für Ihre Allergie sein. Kurzfristig steckt jegliche Umstellung für den Organismus eine Belastung dar. Ich soll mich also wie früher ernähren? Nein. Beobachten Sie aber, ob der Ausschlag nach Einnahme bestimmter Nahrungsmittel auftritt. Führen Sie Tagebuch darüber. In 2 bis 3 Wochen stellen Sie sich damit bei einem meiner Kollegen vor. Ich war immer sehr zufrieden mit Ihnen. Warum sollte ich den Arzt wechseln? Ich denke ernsthaft an eine berufliche Neuorientierung. Das klärt sich dieser Tage. Ich fände es sehr schade. Aber ich hätte da noch eine diskrete Frage. Sie kennen sicher die Nöte der Frauen und nach der Schwangerschaft. Ich möchte keine Zellulitis bekommen. Ich verschreibe Ihnen prophylaktisch eine Salbe. Die Veranlagung zu Zellulitis ist allerdings auch konstitutionell und genetisch bedingt. Gymnastik und Körperpflege sind in jedem Fall die beste Vorbeugung. Frau Molchow, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber sind Sie sicher, dass Sie schwanger sind? Ich bin im 5. Monat. Wir freuen uns sehr auf das Kind. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück. Danke, Herr Doktor. Der Nächste, bitte. Was hat er gesagt? Der Ausschlag könnte mit dem Essen zusammenhängen. Eine Allergie. Aber wir ernähren uns gesund. Eben. Die Nahrungsumstellung. Weißt du was? Ich habe gerade Riesenhunger auf Bratwurst vom Rost. Ich muss dir was gestehen, Barbara. Wenn ich allein in der Stadt unterwegs bin. Also, ich komme einfach nicht an den Grillbütchen vorbei. Du Verräter. Dr. Freund hat meine Schwangerschaft angezweifelt. Deine zuckersüße Busen, deine zuckersüße Zunge, wie du dich bewegst. Ich bin ein ganz böser Junge. Jetzt und hier! Sie wünschen? Dorst, Kriminalpolizei. Ich hätte einige Fragen an Sie. Bitte treten Sie ein.
Niemand will Polizei im Haus sehen. Im Grunde geht es uns beiden gleich. Polizei und Ausländer sind nirgends erwünscht. Und wenn irgendwo etwas geschehen ist, rufen alle gleich, die Polizei hat versagt und Ausländer raus. Ja, wir leben schon in einem merkwürdigen Land, finden Sie nicht? Ich habe Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis. Wollen Sie sehen? Danke, ich habe mich bereits bei der Ausländerbehörde informiert. Ich hatte nie Probleme mit dem Gesetz. Nicht in der Vergangenheit. Schauen wir, was die Zukunft bringt. Kennen Sie eine Elena Istratu? Istrati. Nein, kenne ich nicht. Danke für die Namenskorrektur. Also? Ich habe in der Zeitung gelesen. Das ist alles. Dafür haben Sie zu häufig mit ihr telefoniert. Ich kann übrigens auch die Hausbewohner fragen, mit wem Sie Umgang pflegen. Sie war meine Freundin seit der Schule. Wir sind aus dem gleichen Ort. Weshalb ist sie nach Deutschland gekommen? Jelena hat in Bukarest studiert, Komparatistik und Philosophie. Sie war die Beste im Jahrgang. Aber hat zu Hause keine Arbeit gefunden. Wissen Sie, in Rumänien ist 180 Euro Durchschnitt im Monat. Ich bin Diplom-Germanistin. Ich kenne deutsche Klassiker auswendig. Und ich putze eine Praxis. Wussten Sie, dass Elena schwanger war? Bitte gehen Sie. Ich weiß nichts von dem Mörder. Keine Ahnung, vielleicht auch rumänische Mafia. Ich möchte keine Probleme. Ich kann Sie auch in Vorbeugehaft nehmen. Das dürfen Sie nicht. Ich kläre einen Mord auf, da darf ich einiges. Also? Jelena wollte in Deutschland bleiben. Sie wollte heiraten, damit sie arbeiten darf. Scheinehen bieten dafür wenig Garantie. Sie sind hier geboren. Sie wissen nichts über Leben in Rumänien, Bulgarien, Bosnien. Für ein menschenwürdiges Leben nimmt man sogar einen Mann mit Bauch in Kauf. Und die große Liebe kann in Deutschland... Danke für das Stichwort. Wurde Elena von einem Liebhaber ermordet? Elena hatte keinen Liebhaber. Alle im Dorf sind streng katholisch. Immerhin war sie schwanger. Jelena ist gekommen, weil es bessere Krankenhäuser gibt. Damit das Kind gesund geboren wird. Sie war schon im 5. Monat. Wo finde ich den Vater? Es gibt keinen Vater. Rein zufällig kenne ich mich damit ein wenig aus. Um ein Kind zu machen, braucht es zwei. Vater unnecessary. Würden Sie das bitte übersetzen? Jelena hatte... Sie hatte ein fremdes Kind. Erzählen Sie endlich, was Sie wissen. Deutsche Qualität zu Karpatenpreisen. Haben Sie das schon gehört? Jelena hatte ein Kind für deutsche Eltern. Sie war eine Leihmutter. Von englischer Firma bekommt sie dafür 1500 Euro. Bei uns haben viele Frauen für England gearbeitet. Jelena hat das Geld ihren Eltern gegeben. Wer hat dann ihren Aufenthalt hier bezahlt? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Irgendjemand hat das organisiert. Packen Sie Ihre Sachen, Sie kommen mit aufs Revier. Mollhof. Das Ehepaar wohnt in dieser Stadt. Sie sollten das Kind bekommen. Na also, geht doch. Mir anders vorgestellt. Darf ich mich setzen? Entschuldigung, ich mache mich immer breit. Sie sehen richtig nett aus. Keine Hakennase, kein Igel, keine Metzgerarme. Sind Sie wirklich bei der Polizei? Kripo, ja. Sie erfüllen die Klischees dafür umso mehr. Sie schaffen Unordnung, rauchen, tragen Bart. Außerdem besitze ich eine Lesebrille. Wir sollten unbedingt das Thema wechseln, sonst bekomme ich Depressionen. Sie haben damit angefangen. Okay. Sie wollten etwas über den Organmarkt wissen. Interessieren Sie nur Nieren oder auch Haut? Augen, Leber, Darm, Bauchspeicheldrüse. Lippen- und Nasentransplantationen sind derzeit noch singulär. Bleiben wir bei den Nieren. Ihren Artikeln zufolge handelt es sich um einen globalen Markt. Richtig. In Indien bekommt ein Nierenspender zwischen 400 und 800 Euro und 4000 Euro für ein Auge. In Zentral- und Südamerika werden Straßenkindern die Organe gestohlen. In der Ukraine, in Mosambik, überall das Gleiche. In Moldawien bringt eine Niere das Hundertfache eines durchschnittlichen Monatseinkommens.
Die Nieren werden in türkischen Kliniken entnommen. Wegen fehlender Nachbehandlung werden die Spender regelmäßig zu Invaliden. Immerhin gibt es in Deutschland ein Transplantationsgesetz. Wenn Ihr Leben ernstlich bedroht ist, würden Sie den Tod anderer in Kauf nehmen? Ich würde... Sie oder er? Ich würde um mein Leben kämpfen. Wer nur noch wenige Wochen zu leben hat, greift zu fast jeder sich bietenden Chance. Und selbst bei gewerbsmäßigem Handel mit Organen liegt die Höchststrafe bei 5 Jahren Haft. Für die Empfänger gelten dabei noch jede Menge strafmildernde Gründe. Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Sie helfen mir, den Mörder zu finden, und dafür erhalten Sie eine Exklusivstory. Die Tote war Rumänin. Da müssen Sie ein Dutzend draufpacken, sonst reicht es gerade für einen 5-Zeiler. Sie können Recherchen im Ausland durchführen. Mir sind die Hände gebunden. Ich höre nur, was ich unternehmen soll. Versprechen Sie vorerst, nichts an die Öffentlichkeit zu bringen? Ihr wurde eine Niere entnommen. Das sagten Sie bereits am Telefon. Sind wenigstens deutsche Krankenhäuser beteiligt? Ich kann schweigen. Die Tote war im 5. Monat schwanger. So etwas kann jeder Frau passieren, auch Ihnen. Wie hieß die Rumänin? Elena Istrati. Ihr wurde der Embryo entfernt. Offenbar diente die Niere nur der Ablenkung. Elena, ich habe Interesse. Kennen Sie sie? Ich weiß nicht, ob Sie gern lesen, aber es gibt da einen Namensvetter, dessen Romane ich in der Jugend regelrecht verschlungen habe. Panait Istrati. Sozusagen ein früher Kerouac. Okay. Das Opfer wurde von einer britischen Firma als Leihmutter für eine deutsche Familie angeworben. Obwohl Leihmutterschaft bei uns verboten ist. Wir hatten das doch gerade. Wo Mangel herrscht, entsteht schnell ein Markt. Übrigens ist die Einfuhr von Sperma erlaubt. Sie dürfen sich im Internet den optimalen Spender aussuchen. Haar, Haut und Augenfarbe. Ethnie, Größe, Gewicht, soziales Umfeld, Blutgruppe, IQ. Schon kommt der Klapperstorch per Eilbote mit Kühlbox unterm Arm. Das Wenige, was ich darüber weiß, stammt aus den Medien. Ich habe für eine Reportage Samen gespendet. Weit angenehmer als Blutspenden. In der Spritzkabine liegen Hochglanzjournale. Man kann sogar davon träumen, mit Heidi Klum ein Kind zu haben. Männerfantasien. Für Sie wäre ebenfalls ein kleiner Nebenverdienst drin. Ich werde Ihnen nicht einmal ein Foto in Uniform geben. $70.000 kostet eine befruchtete Eizelle in den USA. Die Eispenderin erhält rund 6.000. Aber es wurden auch schon 35.000 hingeblättert. Bei Ihrem Aussehen könnte ich mir gut 25.000 vorstellen. Mehr nicht? Wieso keine 35? Es handelte sich um eine Princeton-Absolventin. Nur deshalb. Okay. Da hält die BKA-Schule in Wiesbaden natürlich nicht mit. Kommen wir ins Geschäft? Sie wissen vermutlich sehr genau, welchen Eindruck Sie bei Männern hinterlassen. Wohingegen Sie vermutlich nicht einmal ahnen, dass Sie sogar richtig nett sein könnten. So Sie sich nur ein wenig Mühe geben würden. Was machen Sie hier? Sie sehen nicht nach Arzt aus. Und Sie nicht nach Krankenschwester. Ich bin Roccos Frau. Samantha. In der Regenbogenpresse habe ich aufregende Fotos von Ihnen gesehen. Ich stelle fest, die Abbildungen verblassen hinter dem Original. Allerdings wurde auch von Ihrer Trennung berichtet. Und verheiratet waren Sie nie. Sie haben mir immer noch nicht gesagt, wer Sie sind. Sam Unterweger, Journalist. Wollen Sie mich interviewen? Schönen Frauen kann ich einfach nichts vorlügen. Also, ich recherchiere gerade über ein Dorf in den Karpaten, in dem ein Viertel aller Frauen unter 30 fremde Kinder austrägt. Eine dieser Frauen ist nach Deutschland gekommen, bestückt mit dem Samen ihres herzallerliebsten Rocco. Da wollte ich mir den Vater in Spee genauer anschauen. Sie sind ebenfalls schwanger? Im 7. Monat, von ihm auf direktem Wege. Wir wollen 3 Kinder. Der Idiot muss nur wieder aufwachen. Wissen Sie eigentlich, was Ihr Rocco für seine Spermaspende verlangt hat? 10.000 britische Pfund. Er hat erfahren, dass sogar Filmstars und Nobelpreisträger spenden. Immerhin ist er seit Wochen in den Charts. Bekommen hat er nicht mehr als jeder kleine Studiosus. Von der Samenbank erfuhr ich übrigens, da wollte unlängst noch jemand seinen Samen kaufen. Sie. Ich will mehr Kinder von ihm. Selbst wenn er nie wieder aufwacht. Das nenne ich wahre Liebe. Wir sind aber nicht im Vietnamkrieg. Befruchtung mit dem Samen verblichener ist hierzulande untersagt. Es gibt Kliniken im Ausland. Außerdem schläft Rocco bloß. Möglicherweise ist er länger müde.
bestimmten Verrichtung könnte ich mir lebhaft vorstellen, seine Vertretung zu übernehmen. Wenn er das gehört hätte, würden Sie an seiner Stelle am Tropf hängen. Offenbar hat er nicht gelauscht. Gerade jetzt hätte ich ihn gebraucht. Ich habe Angst. Angst? Vor mir? Ich bin ein ganz Lieber. Ich werde angerufen. Jemand droht mir, den Bauch aufzuschlitzen. Wie dieser Rumänen. Weil ich Roccos Kind in mir trage. Kennen Sie den Anrufer? Die Stimme ist verstellt. Rocco hat noch einen erwachsenen Sohn von irgendeinem Flittchen. Sonst hat er keine Feinde. Samantha, ich möchte mich für Ihre Offenheit revanchieren. Mit einer Elektrode im Rektum geht selbst ihm einer ab. Ich will ein Kind von dir. Bleib bei mir. Ich will ein Kind von dir. Ich bin ein ganz böser Junge. Sie sind in anderen Umständen? Ja. Nein, nicht mehr. Barbara, meine Frau, es war eine Scheinschwangerschaft. Ich hatte andauernd Hunger. Können Sie sich denken, weshalb Sie vorgeladen sind? Nein. Hoffentlich haben Sie gute Gründe. Arbeitsausfälle sind in diesen Zeiten schwer zu verkraften. Wie läuft denn Ihre Fahrradwerkstatt? Neugründungen brauchen Zeit. Mein Mann hat Maschinenbau studiert. Er entwickelt eigene Modelle, alles Unikate. Dann will ich Sie nicht über Gebühr beanspruchen. Wie gut kannten Sie Elena Estrati? Auf der Erde wohnen 6,5 Milliarden Menschen. Kennen Sie die alle? Wir reden jetzt nur von Elena, die getötet wurde. Ich bearbeite diesen Fall und ich empfehle gerade Ihnen dringlichst, mir dabei zu helfen. Habe ich mich deutlich ausgedrückt? Wir können keine Kinder bekommen. Es liegt an beiden. Ersparen Sie uns die Details. Wir haben es mit IVF versucht, mit ICSI, 15% Erfolgsaussicht. Wir waren nicht darunter. Elena war unsere letzte Chance. Haben Sie Kinder? Nein. Wir haben uns nichts Sehnlicher gewünscht. Elena Estrati hat ihren Wunsch mit dem Leben bezahlt. Mein Mann hat den Spender ausgesucht, ich die Empfängerin. Unserem Kind hätte es an nichts gefehlt. Wie viel haben Sie sich diese unbefleckte Empfängnis kosten lassen? 4.600 Euro für das Diamantpaket. 12 Samenspenden inklusive aller Tests. Dazu 13.000 Euro für Elena. Wovon diese gerade mal ein Zehntel erhielt. Das haben wir erst vor kurzem erfahren. Wann haben Sie Elena zuletzt gesehen? Vor 2 Wochen. Sie stand plötzlich vor unserer Haustür. Wir hatten keine Ahnung, dass sie in Deutschland ist. Sie wollte 2.000 extra, sonst hätte sie das Kind behalten. Wir wussten, dass das manchmal vorkommt. Musste Elena deshalb sterben? Weil sie sie erpresst hat? Wir haben aus der Zeitung von ihrem Tod erfahren. Denken Sie, wir hätten unser eigenes Kind umgebracht? Geld für die Miete hatte sie. Die Spurensicherung hat in Elenas Wohnung Fingerabdrücke gefunden. Ich benötige Ihre zum Vergleich. Die Tür war angelehnt. Sie lag im Bad. Überall Blut. Du warst bei ihr? Ich wollte das Geld bringen. Womit haben Sie sie aufgeschnitten? Sie war tot. Ich habe selbst die Polizei angerufen. Herr Molchow, warum haben Sie Ihrer Frau nichts gesagt? Ich konnte einfach nicht. Sie hatte sich so auf das Kind gefreut. Rainer, Sie können jetzt gehen. Aber Sie beide verlassen bitte vorläufig nicht die Stadt. Wir sind keine Mörder. Wir wollten doch nur ein Kind. Sie scheinen sich nicht recht wohl zu fühlen. Für meine Begriffe springt zu viel Testosteron herum. Sie sind bereits in festen Händen. Dann hätte ich es noch nicht zur Hauptkommissarin gebracht. Aber keine Sorge, ich habe genügend Beziehungscrashs hinter mir. Die meisten Partnerschaften gründen auf gemeinsamer Arbeit, soziologisches Basiswissen. Ich will nicht auch nachts bullen um mich. Manchmal fürchte ich allerdings, in einigen Jahren selbst Kandidatin für künstliche Befruchtung zu werden. Übrigens, es gibt schon Institute mit Spezialisierung auf gleichgeschlechtliche Paare. Männer bekommen die Leihmutter zu ihren Flagellaten, Lesben das Double-Sperma-Pack. Bei einer von beiden klappt's bestimmt. Langsam wird's unappetitlich, finden Sie nicht? Unlängst hat eine malaysische Zuhälterbande indonesische Prostituierte zur Schwangerschaft gezwungen. Die Frauen mussten noch im 4. Monat anschaffen. Zur Entbindung kamen sie dann in eine Privatklinik.
Die Kinder wurden zum Stückpreis von 6.000 Euro gehandelt. Schluss aus, genug. Ich gewinne allmählich den Eindruck, bestimmten Themen weichen Sie gern aus. Ich habe Elenas Freundin aufgesucht. Putzende Hochschulabsolventin. Typisches Migrantenschicksal. Elena soll vor allem wegen der besseren medizinischen Betreuung nach Deutschland gekommen sein. Äußerst plausibel. Sie denkt, die rumänische Mafia könnte eine Rolle spielen? Bei Leihmüttern? Das wäre mir neu. Trotzdem eine Möglichkeit. Elena hat Kontakt zu den Auftraggebereltern gesucht. Sie wollte 2.000 Euro zusätzlich. Reicht das als Tatmotiv? Es wurden schon Omas wegen 3,50 Euro erschlagen. Jetzt sind Sie dran. Was haben Sie herausgefunden? Ich denke, wir können uns duzen. Immerhin verbindet uns eine Leiche. Katja. Sam. Heißen bei der Zeitung alle so? Anglophile Eltern, muss ich mehr dazu sagen. Darauf Prost, Sam. Ich habe mich bei Father Unnecessary umgehört. Elena erhielt das Sperma eines populären Sängerknaben, Rocco. Doch nicht dieser Rocco. Ich habe ihn heute besucht. Er liegt auf der Intensivstation. Plötzlich betritt eine Fee das Zimmer. Samantha, Ex-Geliebte, im 7. Monat von ihm schwanger. Also erwarteten 2 Frauen ein Kind von ihm? Die Hübsche wollte übrigens ebenfalls Roccos Sperma von den Briten kaufen. Doch wie wir wissen... War das schon vergeben? Samantha wusste, dass Elena der Embryo geraubt wurde. Sie behauptet, anonyme Anrufe zu bekommen, in denen jemand ihr droht, sie genauso aufzuschlitzen. Macht das Sinn? Kinder haben hierzulande das Recht, mit Volljährigkeit den Namen ihres biologischen Vaters zu erfahren, selbst wenn der nur ein Samenspender war. Alleinerziehende Mütter könnten also theoretisch vom Samenspender Unterhalt für das Kind einklagen. Bei Tod könnten sie sogar einen Erbteil verlangen. Deshalb bekommen in Deutschland bloß verheiratete Samenspenden und müssen unterschreiben, dass sie keine Forderungen stellen. Ich liebe die deutsche Juristerei. Dieser Rocco mag blöd sein, aber er ist reich. Samantha sagt, er hätte bereits einen erwachsenen Sohn. Der wäre ohne die beiden pränatalen Erben... Jetzt nur noch einer. ...alleiniger Anspruchsberechtigter. Ich werde ihn vorladen. Übrigens, die Briten haben eine recht hohe Versicherung auf Elena abgeschlossen. Rate, wer die bekommt. Father Unnecessary? Bingo. Davon zahlen sie Elenas Familie eine kleine Abfindung. Das spricht sich in den Bergen herum, schon stehen neue Leihmütter Schlange. Jetzt bist du wieder dran. Ich habe die Auftraggebereltern vorgeladen. Nette Stinos, knapp über 40, können keine Kinder bekommen. Der Mann war in Elenas Wohnung. Er wollte ihr das Geld bringen. Da soll sie bereits tot gewesen sein. Glaubst du ihm? Ich halte für unwahrscheinlich, dass sie den Tod ihres Kindes riskiert hätten. Ausschließen kann ich es ebenso wenig wie du, die Mafia. Übrigens, mich beschäftigt, dass du an künstliche Besamung denkst. Zumal du verheiratet sein oder den Eingriff im Ausland vornehmen lassen müsstest. Was wird das denn jetzt? Warum in die Ferne schweifen sie, das Gute liegt, sitzt, so nah? Keine Angst, ich mache dir keinen Heiratsantrag. Nur was bringt es, wenn ich für 60 Euro Samen spende, den du dann für 2.500 kaufst? Für das Geld sollten wir 2 lieber ein verlängertes Wochenende auf Teneriffa buchen. Das geht mir ein bisschen zu schnell. Vielleicht bin ich morgen tot. Verpasste Chancen stimmen immer ärgerlich. Nein, ärgerlich wird's erst, wenn's toller Sex gewesen wäre. Beim ersten Mal versage ich meistens. Traurig, traurig. Hast du es mit Kontaktanzeigen versucht? Klar, wenn in der Annonce 48 Kilo steht, wiegt das Mädel 37 und ist magersüchtig. Schreibt eine 75 Kilo, wuchtet sie garantiert das Doppelte durch die Tür. Bei dir sehe ich, dass alles spektakulär verteilt ist. Doss? Scherenschleifer. Vor anderthalb Stunden ist im Dialysezentrum eine herrenlose Niere aufgetaucht. Der Händler sitzt in Ihrem Büro. Ich komme sofort. Trinken Sie in Ruhe Ihr Glas aus. Ich muss noch prüfen, ob es sich um Elenas Niere handelt. Ich glaube, ich werde gerade eifersüchtig. Wir haben eine Niere. Ich muss ins Kommissariat. Nehmen wir meinen Wagen? Du kannst leider nicht mit. Das nennst du also Zusammenarbeit. Wer ist denn der Glückliche? Kleine Geheimnisse wirken bei jeglicher Art von Beziehung erfrischend. Aber wenn du es genau wissen willst, er hat eine ungeheuer erotische Stimme. Doss.
Dr. Adrian Freund, 55 Jahre, geboren in Berlin, ist das richtig? Das habe ich doch schon Ihren Kollegen gesagt. Sie sind unter anderem Namen auffällig geworden, Paul Spender. Welche Pseudonyme benutzen Sie noch? Ich bin Arzt. Natürlich konnte ich in dieser Angelegenheit nicht unter eigenem Namen auftreten. Viel Einfallsreichtum haben Sie dabei allerdings nicht bewiesen. Wo praktizieren Sie? Ich hatte meine Hautarztpraxis im Ärztehaus Gerberstraße. Gegen mich läuft ein Verfahren wegen angeblichen Patientenmissbrauchs. Das heißt, Sie handeln schon länger mit Organen? Ich handle nicht mit Organen. Und ich habe auch niemanden missbraucht. Ich habe lediglich eine Patientin zu lange angeschaut. Verflixt. Ich bin nun mal Ästhet. Auf diesem Stuhl sitzen ständig Unschuldslämmer. Die Opfer sehen das anders. Woher stammt die Niere? Ich habe sie gefunden. Eine Kidney bringt ziemlich viel Geld. Wer lässt die einfach liegen? Das müssen Sie den fragen, der es getan hat. Sie haben die Niere angeboten, unter falschem Namen. Ich wollte, dass sie jemand erhält. Jemand, der sie benötigt. Das ist trotzdem Organhandel, zumal Sie Geld verlangt haben. Wissen Sie, wie viel Leistungsdruck und Konkurrenz unter den Ärzten herrscht? Wegen dieser Anzeige hätte ich nie wieder praktizieren dürfen. Ich wollte mir in Südamerika eine neue Existenz aufbauen. Natürlich, um Kindern und Armen zu helfen. Finden Sie das abwegig? Oh, mit einer fremden Niere als Startkapital, prima. Darf ich vorstellen, Dr. Scherenschleifer, Dr. Freund alias Spender. Die von diesem Herrn vertriebene Niere stammt zweifelsfrei von Elena Istrati. Er behauptet, er hätte sie gefunden. Zugegeben clever, die Frau längst zu öffnen und nicht durch Kaiserschnitt. Ich habe erst übersehen, wonach Sie eigentlich gesucht hatten. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Und ich hoffe, mein lieber Doktorfreund, dass Sie in der Zelle bis an Ihr Lebensende Zeit haben, über den hippokratischen Eid nachzudenken, den Sie ja wohl geleistet haben. Woher nehmen Sie nur Ihre gottverdammte Arroganz? Haben Sie nie einen Fehler begangen? Unter anderen Umständen ließe sich daraus ein interessanter Disput entwickeln. Zumal ich gerade deshalb Pathologe geworden bin. Meine Irrtümer tun keinem mehr weh, was man in Ihrem Falle leider nicht behaupten kann. Es sollte nur ein kleiner Eingriff werden. Ich verstehe das immer noch nicht. Sie hatte einen Herzfehler. Ich habe so etwas nie zuvor gemacht. Ich hatte getrunken. Unser großherziger Doktor wollte sich mit der Niere eine neue Existenz als armen Arzt in der dritten Welt aufbauen. Wenn ich, neben Schopenhauer, eins nicht leiden kann, dann altruistische Säufer. Übrigens ist die Niere in einem bejammernswerten Zustand völlig nicht transplantierbar. Aus dem Elfenbeinturm lässt sich leicht mit Steinen werfen. Richtig, Herr Spender. Und solange meine Kraft reicht, werden Stümper wie Sie mein bevorzugtes Ziel stellen. Jetzt entschuldigen Sie mich. Auf meinem Tisch wartet ein minderjähriger Brückenspringer. Natürlich weiß ich, dass solch eine OP optimale Bedingungen erfordert. Aber ich konnte das doch nicht vorhersehen. Sie haben die Niere entfernt, um den Fötusraub zu vertuschen, richtig? Wo ist er jetzt? Ich hatte schon zu nähen begonnen. Plötzlich war sie tot. Dann erst habe ich die Niere entnommen. Wo befindet sich der Fötus? Georg. Ein Junge. Sie haben ihm einen Namen gegeben? Föten über 500 Gramm Gewicht erhalten einen Namen und werden begraben. So fordert es das Gesetz. Wo? An der Friedhofsmauer. Ich bin Protestant. Verdammt nochmal, wie sind Sie nur auf die Idee gekommen, einen Fötus zu rauben, den Sie gar nicht brauchen? Hatten Sie ein Verhältnis mit Elena? Haben Sie aus Eifersucht gehandelt? Ich habe sie nie zuvor gesehen. Weshalb dann? Diese Frau, die mich angezeigt hat. Sie rief an. Immer wieder. Sie wollte ihre Anzeige zurückziehen, wenn ich das für sie kläre.
Und Elena Estrati hätte nach dem Eingriff nicht einmal zur Polizei gehen können. Nun ist sie sogar tot. Ich wusste nichts von einem Herzfehler. Wie heißt diese Patientin? Gut, den Namen erfahre ich aus den Prozessakten. In welchem Verhältnis stehen Sie zueinander? Sie hielt meine berufliche Existenz in der Hand. Haben Sie ihr den Fötus gezeigt? Auf dem Parkplatz. Sie wollte Georg einfach in die Toilette. In der Kühltasche hat sie auch die Niere gesehen. Hat sie verlangt, Elena zu töten? Nein. Das hat niemand gewollt. Hören Sie auf, diese Frau zu decken. Elena ist unter meinen Händen gestorben. Deswegen hätte man mich bis ans Lebensende unter Druck setzen können. Nur darum habe ich die Niere entnommen. Weil ich hier nicht länger bleiben konnte. Ihr Geständnis ist auf Band. Jetzt haben wir Zeit. Sie führen uns morgen zu Georg und danach werden Sie dem Untersuchungsrichter vorgestellt. Haben Ihre Gefühle Sie denn nie zu einer Dummheit verleitet? Ich will ein Kind. Und das ist Kind. Kripo Dorst? Unterweger. Na dann Prost, Sam. Nein, nicht wie der Magenbitter, wie der Autor und Mörder. Ich wollte dich für 20 Uhr ins Blue Velvet einladen. Gut, dafür kommst du morgen 9 Uhr ins Kommissariat. Das klingt nach gemeinsamem Frühstück. Lass dich überraschen. Gern. Ich habe auch eine Überraschung für dich. Ich will dich jetzt verführen, will dich überall berühren. Sag mir, wie du es gerne magst, auf den Tisch oder... noch nie in einer schwulen Bar. Ich möchte mich in Ruhe mit dir unterhalten. Hier bin ich relativ sicher, dass du nicht ständig angemacht wirst. Ich werde doch einen Bericht über dich und Rocco schreiben. Hättest du das eher gesagt, hätte ich gleich unsere DVDs mitgebracht. Hübschen Frauen begegne ich gern öfter. Allmählich fängt meine Haut an zu spannen. Die meisten Frauen steht die Schwangerschaft. Ihre Gesichtszüge werden weicher. Hast du eigentlich über deine Zukunft nachgedacht? Nach der Entbindung werde ich wieder modeln. Außerdem habe ich Stimme. Mir fehlen nur noch eine Band und ein guter Songwriter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dir irgendjemand etwas abschlägt. Störe ich? Samantha Roccos Geliebte, Kriminalkommissarin Katja Dorst. Meine Kollegen würden vor Neid platzen, wenn sie mich mit zwei so charmanten Geschöpfen sehen könnten. Du hättest trotzdem einen besseren Ort wählen sollen. Werdende Mütter gehören nicht in verrauchte Bars. So ist sie nun mal. Immer etwas auszusetzen. Hier kann man sich also in Ruhe unterhalten. Morgen früh garantiere ich für bessere Luft, Samantha. Wie meinen Sie das? Ich habe für 11 Uhr eine Vorladung geschickt. Von Ihnen war die also. Weshalb soll ich kommen? Das würde ich gern erklären. Übrigens, Samantha erwartet ein Kind von ihrem Super Rocco. Was aus dem wird, ist unklar. Seine Chancen stehen eher schlecht. Natürlich wacht er wieder auf. Möglicherweise liebt sie ihn wirklich. Wie auch immer, ihr Kind wird reichlich Alimente abfassen, oder? Ein ansehnliches Erbe. Ich könnte nie einen Versager lieben. Ich hatte mich ohnehin anders entschieden. Solche Entscheidungen werden nicht alleine gefällt. Darüber sollten wir beide später in Ruhe sprechen. Zurück zu unserem Sternchen. Das bekommt nämlich ein Problem. Plötzlich taucht eine Frau auf, die ebenfalls von Rocco schwanger ist. Wenngleich auf nicht ganz natürlichem Wege. Wir haben so miteinander gevögelt. Davon träumt ihr nur. Leise. Wenn die Geister das hören, stehen sie vor seinem Krankenbett Schlange. Rocco würde sich niemals mit denen einlassen. Jedenfalls war da noch eine Frau, die zugegeben ohne pyramidalen Sex ein weiteres Rocco-Kind austrug. Sie wurde getötet. Motiv 1, Eifersucht. Motiv 2, geschmälertes Erbe. Wie findest du das, Katja? Der Typ ist verrückt. Und da ist noch ein weiterer Sohn von Rocco. Wahrscheinlich wäre der irgendwann bei einem Unfall gestorben. Es bleibt Spekulation. Wir haben übrigens den Mann, der Elenas und Georgs Tod verschuldet hat. Georg? Wer ist Georg? Der Fötus. Ich verstehe überhaupt nicht, was Sie von mir wollen. Sie haben einen gewissen Dr. Freund wegen Patientenmissbrauchs angezeigt. Lassen Sie sich etwa alles gefallen? Dann haben Sie ihn erpresst. Sie wollten Ihre Anzeige zurückziehen, wenn er Elena den Fötus entnimmt. Hat er das behauptet?
Er will mir das doch nur anhängen, um sich für meine Anzeige zu rächen. Ich kenne keine Elena und keinen Georg. Kommissarin, wir beide zusammen sind unschlagbar. Elena war Leihmutter. Die Auftraggebereltern hätten nie Forderungen an den Samenspender gestellt. Der Tod von Elena und ihrem ungeborenen Kind war völlig unnötig. Na also, ich habe überhaupt kein Motiv. Am liebsten würde ich diesen Schmierfinken hier anzeigen. Keine Sorge, ich besuche dich im Kerker. Schon wegen der Reportage. Ich muss mir das nicht bieten lassen. Auf Wiedersehen. Morgen 11 Uhr im Kommissariat. Wie war ich? Was hast du dir dabei gedacht? Ich wollte dir eine Freude bereiten. Immerhin habe ich dir die Mörderin frei Haus geliefert. Samantha wird morgen dem Arzt gegenübergestellt, der Elenas Tod verschuldet hat. Dann steht Aussage gegen Aussage. Er muss ins Gefängnis, aber sie? Sie hat ihm den Auftrag gegeben. Wer soll das beweisen? Ich brauche Fakten. Dann kann in diesem Land jeder tun und lassen, was er will. Nein, kann er nicht. Selbst du darfst nicht mit Menschen spielen. Was heißt das denn? Istrati, ja klar. Nur wegen des schreibenden Namensvetters hat sie dich interessiert. Du hast mich in diesen Fall hineingezogen. Natürlich berichte ich nun darüber. Das ist sogar meine Pflicht. Aktuell sein, konkret. Hintergründe zeigen. Du hast Elenas Miete gezahlt, per Dauerauftrag. Außerdem hast du ihr zuvor den Flug nach Deutschland besorgt. Wie kommst du denn darauf? Ich habe deine Kontoauszüge gecheckt. Entweder bluffst du jetzt, oder du hast vorsätzlich wieder das Gesetz gehandelt. Sagen wir, ich arbeite zielorientiert. Dachtest du etwa, wenn du mit der Kommissarin flirtest, kommst du ungeschoren davon? Okay. Ich kannte Elena aus ihrem Heimatdorf. In den Nachrichten zählen nur Leichen, deine sogenannten Fakten. Da ist die ARD kaum besser als RTL. Was in den Grauzonen abläuft, interessiert keinen. Das geht erst, wenn man konkrete Fälle anbietet. Ich wollte zeigen, was mit Leihmüttern wie Elena geschieht. Von Samantha und dem ganzen Drumherum hatte ich keine Ahnung. Von Frauen scheint es überhaupt recht wenig zu verstehen. Ich erwarte dich morgen 9 Uhr im Kommissariat. Du musst mit einer Gerichtsverhandlung rechnen. Das ist doch absurd. Katja. Oh, Rose, du krankst. Pränatale Erben. Kriminalhörspiel von Christian Hussel. Es sprachen Katja Dorst, Nina Kunzendorf, Dr. Scherenschleifer, Hannes Hellmann, Sam Unterweger, Bernhard Schütz, Samantha, Konstanze Weinig. In weiteren Rollen Bernhard Bayer, Marc-Oliver Bögel, Larissa Ivleva und Katharina Palm. Technische Realisation Dietmar Rützel und Sonja Röder. Regieassistenz Kirstin Petri. Musik Jens-Uwe Bartholomäus. Regie Ulrich Lampen. Produktion Südwestrundfunk 2007. Dramaturgie Uta-Maria Heim. So beteiligt. Ich kann schweigen. Die Tote war im 5. Monat schwanger. So etwas kann jeder Frau passieren, auch Ihnen. Wie hieß die Rumänin? Elena Istrati. Ihr wurde der Embryo entfernt. Offenbar diente die Niere nur der Ablenkung. Elena, ich habe Interesse. Kennen Sie sie? Ich weiß nicht, ob Sie gern lesen, aber es gibt da einen Namensvetter, dessen Romane ich in der Jugend regelrecht verschlungen habe. Panait Istrati. Sozusagen ein früher Kerouac. Okay. Das Opfer wurde von einer britischen Firma als Leihmutter für eine deutsche Familie angeworben. Obwohl Leihmutterschaft bei uns verboten ist. Wir hatten das doch gerade. Wo Mangel herrscht, entsteht schnell ein Markt. Übrigens ist die Einfuhr von Sperma erlaubt. Sie dürfen sich im Internet den optimalen Spender aussuchen. Haar, Haut und Augenfarbe. Ethnie, Größe, Gewicht, soziales Umfeld, Blutgruppe, IQ. Schon kommt der Klapperstorch per Eilbote mit Kühlbox unterm Arm. Das Wenige, was ich darüber weiß, stammt aus den Medien.
Ich habe für eine Reportage Samen gespendet. Weit angenehmer als Blutspenden. In der Spritzkabine liegen Hochglanzjournale. Man kann sogar davon träumen, mit Heidi Klum ein Kind zu haben. Männerfantasien. Für sie wäre ebenfalls ein kleiner Nebenverdienst drin. Ich werde Ihnen nicht einmal ein Foto in Uniform geben. $70.000 kostet eine befruchtete Eizelle in den USA. Die Eispenderin erhält rund 6.000. Aber es wurden auch schon 35.000 hingeblättert. Bei ihrem Aussehen könnte ich mir gut 25.000 vorstellen. Mehr nicht? Wieso keine 35? Es handelte sich um eine Princeton-Absolventin. Nur deshalb. Okay. Da hält die BKA-Schule in Wiesbaden natürlich nicht mit. Kommen wir ins Geschäft? Sie wissen vermutlich sehr genau, welchen Eindruck Sie bei Männern hinterlassen. Wohingegen Sie vermutlich nicht einmal ahnen, dass Sie sogar richtig nett sein könnten. So Sie sich nur ein wenig Mühe geben würden. Was machen Sie hier? Sie sehen nicht nach Arzt aus. Und Sie nicht nach Krankenschwester. Ich bin Roccos Frau. Samantha. In der Regenbogenpresse habe ich aufregende Fotos von Ihnen gesehen. Ich stelle fest, die Abbildungen verblassen hinter dem Original. Allerdings wurde auch von Ihrer Trennung berichtet. Und verheiratet waren Sie nie. Sie haben mir immer noch nicht gesagt, wer Sie sind. Sam Unterweger, Journalist. Wollen Sie mich interviewen? Schönen Frauen kann ich einfach nichts vorlügen. Also, ich recherchiere gerade über ein Dorf in den Karpaten, in dem ein Viertel aller Frauen unter 30 fremde Kinder austrägt. Eine dieser fern aus. Ich habe Elenas Freundin aufgesucht. Putzende Hochschulabsolventin. Typisches Migrantenschicksal. Elena soll vor allem wegen der besseren medizinischen Betreuung nach Deutschland gekommen sein. Äußerst plausibel. Sie denkt, die rumänische Mafia könnte eine Rolle spielen? Bei Leihmüttern? Das wäre mir neu. Trotzdem eine Möglichkeit. Elena hat Kontakt zu den Auftraggebereltern gesucht. Sie wollte 2000 Euro zusätzlich. Reicht das als Tatmotiv? Es wurden schon Omas wegen 3,50 Euro erschlagen. Jetzt sind Sie dran. Was haben Sie herausgefunden? Ich denke, wir können uns duzen. Immerhin verbindet uns eine Leiche. Katja. Sam. Heißen bei der Zeitung alle so? Anglophile Eltern, muss ich mehr dazu sagen. Darauf Prost, Sam. Ich habe mich bei Father Unnecessary umgehört. Elena erhielt das Sperma eines populären Sängerknaben, Rocco. Doch nicht dieser Rocco. Ich habe ihn heute besucht. Er liegt auf der Intensivstation. Plötzlich betritt eine Fee das Zimmer. Samantha, Ex-Geliebte, im 7. Monat von ihm schwanger. Also erwarteten 2 Frauen ein Kind von ihm? Die Hübsche wollte übrigens ebenfalls Roccos Sperma von den Briten kaufen. Doch wie wir wissen... War das schon vergeben? Samantha wusste, dass Elena der Embryo geraubt wurde. Sie behauptet, anonyme Anrufe zu bekommen, in denen jemand ihr droht, sie genauso aufzuschlitzen. Macht das Sinn? Kinder haben hierzulande das Recht, mit Volljährigkeit den Namen ihres biologischen Vaters zu erfahren, selbst wenn der nur ein Samenspender war. Alleinerziehende Mütter könnten also theoretisch vom Samenspender Unterhalt für das Kind einklagen. Bei Tod könnten sie sogar einen Erbteil verlangen. Deshalb bekommen in Deutschland bloß verheiratete Samenspenden und müssen unterschreiben, dass sie keine Forderungen stellen. Ich liebe die deutsche Juristerei. Dieser Rocco mag blöd sein, aber er ist reich. Samantha sagt, er hätte bereits einen erwachsenen Sohn. Der wäre ohne die beiden pränatalen Erben... Jetzt nur noch einer. ...alleiniger Anspruchsberechtigter. Ich werde ihn vorladen. Übrigens, die Briten haben eine recht hohe Versicherung auf Elena abgeschlossen. Rate, wer die bekommt. Father Unnecessary? Bingo. Davon zahlen sie Elenas Familie eine kleine Abfindung. Das spricht sich in den Bergen herum, schon stehen neue Leihmütterschlange. Jetzt bist du wieder dran. Ich habe die Auftraggebereltern vorgeladen. Nette Stinos, knapp über 40, können keine Kinder bekommen. Der Mann war in Elenas Wohnung. Er wollte ihr das Geld bringen. Da soll sie bereits tot gewesen sein. Glaubst du ihm? Ich halte für unwahrscheinlich, dass sie den Tod ihres Kindes riskiert hätten. Ausschließen kann ich es ebenso wenig wie du, die Mafia. Übrigens, mich beschäftigt, dass du an künstliche Besamung denkst. Zumal du verheiratet sein oder den Eingriff im Ausland vornehmen lassen müsstest. Was wird das denn jetzt? Aber du hörst mich. Du hörst mich genau. Und wenn du aufwachst, sitze ich neben dir.
Niemand sonst. Rocco, du bist und bleibst ein Idiot. Ich will noch viele Kinder von dir. Dein zuckersüßer Mund, deine zuckersüße Haut, wie du gehst und wie du schläfst und wie du grauer wieder haust. Ich würde dich gerne berühren, ich würde dich gerne verführen, vielleicht setzen sie dich jetzt mal aus. Die Couch tief vielleicht magst du es auch im Stehen, was du willst. Ich will dich auch. Schau mal, der Strampler ist wunderschön. Wir haben schon ein halbes Dutzend. Und du selbst hast gesagt, wir müssen sparsam sein. Wir haben Babybett und Krabbelgitter besorgt und das genügt für heute. Noch knapp 4 Monate. Ich kann es kaum erwarten. Ich sehe den Spielplatz im Garten vor mir. Der Sandkasten wird überdacht und zusätzlich abgedeckt, dass keine Katzen reinkacken. Ich baue Schaukel und Rutsche und später auch noch ein Planschbecken. Schade, dass wir beide arbeiten müssen. Ich will mein Kind nicht in die Kita stecken und deine Werkstatt trägt sich noch nicht selbst. Wer weiß, ob sie sich eh tragen wird. Wir wollten beide, dass du es versuchst. Ich sammle schon Adressen von Tagesmüttern. Du hast zugenommen. Wenn unser Kind erst da ist, lege ich eine Diät ein. Nein, besser 3 Diäten auf einmal. Eigentlich gefällt mir verflixt gut, was ich jetzt in Händen halte. Dann finden wir einen Kompromiss. Ich muss noch ein weiterfallendes Kleid kaufen. Nächste Woche. Bitte nicht zu lang. Ich lasse mich gerne beraten. Wollen wir heute nicht mal richtig essen gehen? Und dabei überlegen wir, wie unser Kind heißen soll. Was wünschst du dir eigentlich mehr? Junge oder Mädchen? Sei ehrlich. Ich wünsche mir ein Kind. Übrigens gibt es Namen, die für beides passen. Zum Beispiel Joe oder Percy. Gott, willst du unser Kind lebenslang strafen? Außerdem war ausgemacht, dass wir ins Kino gehen und danach zu Hause essen. Ich habe extra Lachs gekauft und eine Flasche Chablis. Namen suchen wir trotzdem, ja? Wir könnten uns ein Bild vom Ultraschall wünschen. Dann wissen wir, was es wird. Wozu? Hauptsache, unser Kind ist gesund. Zu viel Neugier schafft nur Probleme. Grausamkeit hat einen menschlichen... Ich war nicht die Maus aus dem Background-Chor. Ich war ein Star. Uns galt der Beifall. Nicht nur dir. Uns. Am nächsten Abend hast du mich zur Party im Bootshaus mitgenommen. Die Band hat getrunken. Und ich hatte den besten Sex meines Lebens. Mit dir. Nein. Du wirst mich nie mehr los. Deine Frauengeschichten sind mir egal. Du wolltest mich auch nicht verlassen. Du hast dich nur geschämt, weil ich dicker werde. Ich bin nun mal im 7. Monat. Es ist dein Kind. Mein Kind. Unser Kind. Tja, wolltest wieder angeben mit deiner Harley. Nackt mit Slip als Helm durch den Regen, um Girlies zu imponieren. Midlife Crisis nennt man das. Jetzt schläfst du. Aber du hörst mich. Du hörst mich genau. Und wenn du aufwachst, sitze ich neben dir. Niemand sonst. Rocco, du bist und bleibst ein Idiot. Ich will noch viele Kinder von dir. Dein zuckersüßer Mund, deine zuckersüße Haut, wie du gehst und wie du schläfst und wie du grauer wieder haust. Ich würde dich gerne berühren, ich würde dich gerne verführen, vielleicht setzen sie dich jetzt mal aus. Die Couch tief befehlen, vielleicht magst du es auch im Stehen, was du willst. Ich will dich auch. Schau mal, der Strampler ist wunderschön. Wir haben schon ein halbes Dutzend. Und du selbst hast gesagt, wir müssen sparsam sein. Wir haben Babybett und Krabbelgitter besorgt und das genügt für heute. Noch knapp 4 Monate. Ich kann es kaum erwarten. Ich sehe den Spielplatz im Garten vor mir.
Der Sandkasten wird überdacht und zusätzlich abgedeckt, dass keine Katzen reinkacken. Ich baue Schaukel und Rutsche und später auch noch ein Planschbecken. Schade, dass wir beide arbeiten müssen. Ich will mein Kind nicht in die Kita stecken und deine Werkstatt trägt sich noch nicht selbst. Wer weiß, ob sie sich eh tragen wird. Wir wollten beide, dass du es versuchst. Ich sammle schon Adressen von Tagesmüttern. Du hast zugenommen. Wenn unser Kind erst da ist, lege ich eine Diät ein. Nein, besser drei Diäten auf einmal. Eigentlich gefällt mir verflixt gut, was ich jetzt in Händen halte. Dann finden wir einen Kompromiss. Ich muss noch ein weiterfallendes Kleid kaufen. Nächste Woche. Bitte nicht zu lang. Ich lasse mich gerne beraten. Wollen wir heute nicht mal richtig essen gehen? Und dabei überlegen wir, wie unser Kind heißen soll. Nämlich den Eindruck, bestimmten Themen weichen Sie gern aus. Ich habe Elenas Freundin aufgesucht. Putzende Hochschulabsolventin. Typisches Migrantenschicksal. Elena soll vor allem wegen der besseren medizinischen Betreuung nach Deutschland gekommen sein. Äußerst plausibel. Sie denkt, die rumänische Mafia könnte eine Rolle spielen. Bei Leihmüttern? Das wäre mir neu. Trotzdem eine Möglichkeit. Elena hat Kontakt zu den Auftraggebereltern gesucht. Sie wollte 2000 Euro zusätzlich. Reicht das als Tatmotiv? Es wurden schon Omas wegen 3,50 Euro erschlagen. Jetzt sind Sie dran. Was haben Sie herausgefunden? Ich denke, wir können uns duzen. Immerhin verbindet uns eine Leiche. Katja. Sam. Heißen bei der Zeitung alle so? Anglophile Eltern, muss ich mehr dazu sagen. Darauf Prost, Sam. Ich habe mich bei Father Unnecessary umgehört. Elena erhielt das Sperma eines populären Sängerknaben, Rocco. Doch nicht dieser Rocco. Ich habe ihn heute besucht. Er liegt auf der Intensivstation. Plötzlich betritt eine Fee das Zimmer. Samantha, Ex-Geliebte, im 7. Monat von ihm schwanger. Also erwarteten zwei Frauen ein Kind von ihm? Die Hübsche wollte übrigens ebenfalls Roccos Sperma von den Briten kaufen. Doch wie wir wissen... War das schon vergeben? Samantha wusste, dass Elena der Embryo geraubt wurde. Sie behauptet, anonyme Anrufe zu bekommen, in denen jemand ihr droht, sie genauso aufzuschlitzen. Macht das Sinn? Kinder haben hierzulande das Recht, mit Volljährigkeit den Namen ihres biologischen Vaters zu erfahren, selbst wenn der nur ein Samenspender war. Alleinerziehende Mütter könnten also theoretisch vom Samenspender Unterhalt für das Kind einklagen. Bei Tod könnten sie sogar einen Erbteil verlangen. Deshalb bekommen in Deutschland bloß verheiratete Samenspenden und müssen unterschreiben, dass sie keine Forderungen stellen. Ich liebe die deutsche Juristerei. Dieser Rocco mag blöd sein, aber er ist reich. Samantha sagt, er hätte bereits einen erwachsenen Sohn. Der wäre ohne die beiden pränatalen Erben... Jetzt nur noch einer. ...alleiniger Anspruchsberechtigter. Ich werde ihn vorladen. Übrigens, die Briten haben eine recht hohe Versicherung auf Elena abgeschlossen. Rate, wer die bekommt. Father Unnecessary? Bingo. Davon zahlen sie Elenas Familie eine kleine Abfindung. Das spricht sich in den Bergen herum, schon stehen neue Leihmütterschlange. Jetzt bist du wieder dran. Ich habe die Auftraggebereltern vorgeladen. Nette Stinos, knapp über 40, können keine Kinder bekommen. Der Mann war in Elenas Wohnung. Er wollte ihr das Geld bringen. Da soll sie bereits tot gewesen sein. Glaubst du ihm? Ich halte für unwahrscheinlich, dass sie den Tod ihres Kindes riskiert hätten. Ausschließen kann ich es ebenso wenig wie du, die Mafia. Übrigens, mich beschäftigt, dass du an künstliche Besamung denkst. Zumal du verheiratet sein oder den Eingriff im Ausland vornehmen lassen müsstest. Was wird das denn hin? Ich war noch nie in einer Schwulenbar. Ich möchte mich in Ruhe mit dir unterhalten. Hier bin ich relativ sicher, dass du nicht ständig angemacht wirst. Ich werde doch einen Bericht über dich und Rocco schreiben. Hättest du das eher gesagt, hätte ich gleich unsere DVDs mitgebracht. Hübschen Frauen begegne ich gern öfter. Allmählich fängt meine Haut an zu spannen. Die meisten Frauen steht die Schwangerschaft. Ihre Gesichtszüge werden weicher. Hast du eigentlich über deine Zukunft nachgedacht? Nach der Entbindung werde ich wieder modeln. Außerdem habe ich Stimme. Mir fehlen nur noch eine Band und ein guter Songwriter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dir irgendjemand etwas abschlägt. Störe ich? Samantha, Roccos Geliebte, Kriminalkommissarin Katja Dorst. Meine Kollegen würden von Neid platzen, wenn sie mich mit zwei so charmanten Geschöpfen sehen könnten. Du hättest trotzdem einen besseren Ort wählen sollen. Werdende Mütter gehören nicht in verrauchte Bars. So ist sie nun mal, immer etwas auszusetzen. Hier kann man sich also in Ruhe unterhalten. Morgen früh garantiere ich für bessere Luft, Samantha. Wie meinen Sie das? Ich habe für 11 Uhr eine Vorladung geschickt. Von Ihnen war die also?
Weshalb soll ich kommen? Das würde ich gern erklären. Übrigens, Samantha erwartet ein Kind von ihrem Super Rocco. Was aus dem wird, ist unklar. Seine Chancen stehen eher schlecht. Natürlich wacht er wieder auf. Möglicherweise liebt sie ihn wirklich. Wie auch immer, ihr Kind wird reichlich Alimente abfassen, oder? Ein ansehnliches Erbe. Ich könnte nie einen Versager lieben. Ich hatte mich ohnehin anders entschieden. Solche Entscheidungen werden nicht alleine gefällt. Darüber sollten wir beide später in Ruhe sprechen. Zurück zu unserem Sternchen. Das bekommt nämlich ein Problem. Plötzlich taucht eine Frau auf, die ebenfalls von Rocco schwanger ist. Wenngleich auf nicht ganz natürlichem Wege. Wir haben so miteinander gevögelt. Davon träumt ihr nur. Leise. Wenn die Geister das hören, stehen sie vor seinem Krankenbett Schlange. Rocco würde sich niemals mit denen einlassen. Jedenfalls war da noch eine Frau, die zugegeben ohne pyramidalen Sex ein weiteres Rocco-Kind austrug. Sie wurde getötet. Motiv 1, Eifersucht. Motiv 2, geschmälertes Erbe. Wie findest du das, Katja? Der Typ ist verrückt. Und da ist noch ein weiterer Sohn von Rocco. Wahrscheinlich wäre der irgendwann bei einem Unfall gestorben. Es bleibt Spekulation. Wir haben übrigens den Mann, der Elenas und Georgs Tod verschuldet hat. Georg? Wer ist Georg? Der Fötus. Ich verstehe überhaupt nicht, was Sie von mir wollen. Sie haben einen gewissen Dr. Freund wegen Patientenmissbrauchs angezeigt. Lassen Sie sich etwa alles gefallen? Dann haben Sie ihn erpresst. Sie wollten Ihre Anzeige zurückziehen, wenn er Elena den Fötus entnimmt. Hat er das behauptet? Er will mir das doch nur anhängen, um sich für meine Anzeige zu rächen. Ich kenne keine Elena und keinen Georg. Kommissarin, wir beide zusammen sind unschlagbar. Elena war Leihmutter. Die Auftraggebereltern hätten nie Forderungen an den Samenspender gestellt. Der Tod von Elena und ihrem ungeborenen Kind war völlig unnötig. Na also, ich habe überhaupt kein Motiv. Dass du nicht ständig angemacht wirst. Ich werde doch einen Bericht über dich und Rocco schreiben. Hättest du das eher gesagt, hätte ich gleich unsere DVDs mitgebracht. Hübschen Frauen begegne ich gern öfter. Allmählich fängt meine Haut an zu spannen. Die meisten Frauen steht die Schwangerschaft. Ihre Gesichtszüge werden weicher. Hast du eigentlich über deine Zukunft nachgedacht? Nach der Entbindung werde ich wieder modeln. Außerdem habe ich Stimme. Mir fehlen nur noch eine Band und ein guter Songwriter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dir irgendjemand etwas abschlägt. Störe ich? Samantha, Roccos geliebte Kriminalkommissarin Katja Dorst. Meine Kollegen würden von Neid platzen, wenn sie mich mit zwei so charmanten Geschöpfen sehen könnten. Du hättest trotzdem einen besseren Ort wählen sollen. Werdende Mütter gehören nicht in verrauchte Bars. So ist sie nun mal, immer etwas auszusetzen. Hier kann man sich also in Ruhe unterhalten. Morgen früh garantiere ich für bessere Luft, Samantha. Wie meinen Sie das? Ich habe für 11 Uhr eine Vorladung geschickt. Von Ihnen war die also. Weshalb soll ich kommen? Das würde ich gern erklären. Übrigens, Samantha erwartet ein Kind von ihrem Super Rocco. Was aus dem wird, ist unklar. Seine Chancen stehen eher schlecht. Natürlich wacht er wieder auf. Möglicherweise liebt sie ihn wirklich. Wie auch immer, ihr Kind wird reichlich Alimente abfassen, oder? Ein ansehnliches Erbe. Ich könnte nie einen Versager lieben. Ich hatte mich ohnehin anders entschieden. Solche Entscheidungen werden nicht alleine gefällt. Darüber sollten wir beide später in Ruhe sprechen. Zurück zu unserem Sternchen. Das bekommt nämlich ein Problem. Plötzlich taucht eine Frau auf, die ebenfalls von Rocco schwanger ist. Wenngleich auf nicht ganz natürlichem Wege. Wir haben so miteinander gevögelt. Davon träumt ihr nur. Leise. Wenn die Geister das hören, stehen sie vor seinem Krankenbett Schlange. Rocco würde sich niemals mit denen einlassen. Jedenfalls war da noch eine Frau, die zugegeben ohne pyramidalen Sex ein weiteres Rocco-Kind austrug. Sie wurde getötet. Motiv 1, Eifersucht. Motiv 2, geschmälertes Erbe. Wie findest du das, Katja? Der Typ ist verrückt. Und da ist noch ein weiterer Sohn von Rocco. Wahrscheinlich wäre der irgendwann bei einem Unfall gestorben. Es bleibt Spekulation. Wir haben übrigens den Mann, der Elenas und Georgs Tod verschuldet hat. Georg? Wer ist Georg? Der Fötus. Ich verstehe überhaupt nicht, was Sie von mir wollen. Sie haben einen gewissen Dr. Freund wegen Patientenmissbrauchs angezeigt. Lassen Sie sich etwa alles gefallen? Dann haben Sie ihn erpresst. Sie wollten Ihre Anzeige zurückziehen, wenn er Elena den Fötus entnimmt. Hat er das behauptet? Er will mir das doch nur anhängen, um sich für meine Anzeige zu rächen. Ich kenne keine Elena und keinen Georg. Kommissarin, wir beide zusammen sind unschlagbar. Elena war Leihmutter. Die Auftraggebereltern hätten nie Forderungen an den Samenspender gestellt. Der Tod von Elena und ihrem ungeborenen Kind war völlig unnötig. Na also, ich habe überhaupt kein Motiv. Am liebsten würde ich diesen Schmierfinken hier anzeigen. Keine Sorge, ich besuche dich im Kerker. Schon wegen der Reportage. Ich muss mir das nicht... Nierchen. Ich liebe deutsche Küche. Nierchen, Leber, Herz, Prägen.
Wie viel haben Sie gezahlt? 2,55 €. Äußerst preiswert. Diese fehlende Niere kostet die Kasse bei Transplantation ab 50.000 aufwärts. Organraub ist eigentlich nicht mein Gebiet. Dann sollten Sie an eine Spezialisierung denken. 20% der potenziellen Empfänger sterben vor Erhalt einer Spenderniere. Wartezeit 5 Jahre. Das treibt die Schwarzmarktpreise hoch. Mit einem Picknickkorb voller Nieren sind Sie Millionär. Dann sitzen Sie in der Gerichtsmedizin ja im Schlaraffenland. Haben Sie nicht gerade ein neues Häuschen bezogen? Bei den Innereien einer Wasserleiche rümpft sogar mein Terrier die Nase. So eine frische Niere muss schnellstens den Empfänger erreichen. Wissen Sie, wie das in China geregelt wird? Einmal wöchentlich strömen Patienten aus ganz Südostasien in eine bestimmte Pekinger Klinik. An diesem Tag wird ganz in der Nähe exekutiert. Und $10.000 für eine intakte Niere sind ein wahrer Schnäppchenpreis. Amnesty International kommt für die Volksrepublik auf 3.400 Exekutionen im Jahr. Ein nicht unerheblicher Wirtschaftsfaktor. Das klingt eher nach Horrorfilm. Sie sollten ab und an Zeitung lesen. Die Realität übertrifft stets unsere Vorstellungskraft. Bei diesem Lied hast du mich nach vorn geholt, Rocco. Ich habe alle Auftritte auf DVD. Krugerhalle, Waldstadion, Arena und. Wir beide vorn auf der Bühne. Das vergesse ich nie. 10.000 haben uns angehimmelt. Ich war nicht die Maus aus dem Background-Chor. Ich war ein Star. Uns galt der Beifall. Nicht nur dir. Uns. Am nächsten Abend hast du mich zur Party im Bootshaus mitgenommen. Die Band hat getrunken. Und ich hatte den besten Sex meines Lebens. Mit dir. Nein, du wirst mich nie mehr los. Deine Frauengeschichten sind mir egal. Du wolltest mich auch nicht verlassen. Du hast dich nur geschämt, weil ich dicker werde. Ich bin nun mal im 7. Monat. Es ist dein Kind. Mein Kind. Unser Kind. Tja, wolltest wieder angeben mit deiner Harley. Nackt mit Slip als Helm durch den Regen, um Girlies zu imponieren. Mittlerweile völlig unnötig. Na also, ich habe überhaupt kein Motiv. Am liebsten würde ich diesen Schmierfinken hier anzeigen. Keine Sorge, ich besuche dich im Kerker. Schon wegen der Reportage. Ich muss mir das nicht bieten lassen. Auf Wiedersehen. Morgen 11 Uhr im Kommissariat. Wie war ich? Was hast du dir dabei gedacht? Ich wollte dir eine Freude bereiten. Immerhin habe ich dir die Mörderin frei Haus geliefert. Samantha wird morgen dem Arzt gegenübergestellt, der Elenas Tod verschuldet hat. Dann steht Aussage gegen Aussage. Er muss ins Gefängnis, aber sie? Sie hat ihm den Auftrag gegeben. Wer soll das beweisen? Ich brauche Fakten. Dann kann in diesem Land jeder tun und lassen, was er will. Nein, kann er nicht. Selbst du darfst nicht mit Menschen spielen. Was heißt das denn? Istrati, ja klar. Nur wegen des schreibenden Namensvetters hat sie dich interessiert. Du hast mich in diesen Fall hineingezogen. Natürlich berichte ich nun darüber. Das ist sogar meine Pflicht. Aktuell sein, konkret. Hintergründe zeigen. Du hast Elenas Miete gezahlt, per Dauerauftrag. Außerdem hast du ihr zuvor den Flug nach Deutschland besorgt. Wie kommst du denn darauf? Ich habe deine Kontoauszüge gecheckt. Entweder bluffst du jetzt... Oder du hast vorsätzlich wieder das Gesetz gehandelt. Sagen wir, ich arbeite zielorientiert. Dachtest du etwa, wenn du mit der Kommissarin flirtest, kommst du ungeschoren davon? Okay. Ich kannte Elena aus ihrem Heimatdorf. In den Nachrichten zählen nur Leichen, deine sogenannten Fakten. Da ist die ARD kaum besser als RTL. Was in den Grauzonen abläuft, interessiert keinen. Es geht erst, wenn man konkrete Fälle anbietet. Ich wollte zeigen, was mit Leihmüttern wie Elena geschieht. Von Samantha und dem ganzen Drumherum hatte ich keine Ahnung. Von Frauen scheinst du überhaupt recht wenig zu verstehen. Ich erwarte dich morgen 9 Uhr im Kommissariat. Du musst mit einer Gerichtsverhandlung rechnen. Das ist doch absurd. Katja. Oh, Rose, du krankst.
Pränatale Erben. Kriminalhörspiel von Christian Hussel. Es sprachen Katja Dorst, Nina Kunzendorf, Dr. Scherenschleifer, Hannes Hellmann, Sam Unterweger, Bernhard Schütz, Samantha, Konstanze Weinig. Nach Behandlung werden die Spender regelmäßig zu Invaliden. Immerhin gibt es in Deutschland ein Transplantationsgesetz. Wenn Ihr Leben ernstlich bedroht ist, würden Sie den Tod anderer in Kauf nehmen? Ich würde... Sie oder er? Ich würde um mein Leben kämpfen. Wer nur noch wenige Wochen zu leben hat, greift zu fast jeder sich bietenden Chance. Und selbst bei gewerbsmäßigem Handel mit Organen liegt die Höchststrafe bei 5 Jahren Haft. Für die Empfänger gelten dabei noch jede Menge strafmildernde Gründe. Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Sie helfen mir, den Mörder zu finden, und dafür erhalten Sie eine Exklusivstory. Die Tote war Rumänin. Da müssen Sie ein Dutzend draufpacken, sonst reicht es gerade für einen 5-Zeiler. Sie können Recherchen im Ausland durchführen. Mir sind die Hände gebunden. Ich höre nur, was ich unternehmen soll. Versprechen Sie vorerst, nichts an die Öffentlichkeit zu bringen? Ihr wurde eine Niere entnommen. Das sagten Sie bereits am Telefon. Sind wenigstens deutsche Krankenhäuser beteiligt? Ich kann schweigen. Die Tote war im 5. Monat schwanger. So etwas kann jeder Frau passieren, auch Ihnen. Wie hieß die Rumänin? Elena Istrati. Ihr wurde der Embryo entfernt. Offenbar diente die Niere nur der Ablenkung. Elena, ich habe Interesse. Kennen Sie sie? Ich weiß nicht, ob Sie gern lesen, aber es gibt da einen Namensvetter, dessen Romane ich in der Jugend regelrecht verschlungen habe. Panait Istrati. Sozusagen ein früher Kerouac. Okay. Das Opfer wurde von einer britischen Firma als Leihmutter für eine deutsche Familie angeworben. Obwohl Leihmutterschaft bei uns verboten ist. Wir hatten das doch gerade. Wo Mangel herrscht, entsteht schnell ein Markt. Übrigens ist die Einfuhr von Sperma erlaubt. Sie dürfen sich im Internet den optimalen Spender aussuchen. Haar, Haut und Augenfarbe. Ethnie, Größe, Gewicht, soziales Umfeld, Blutgruppe, IQ. Schon kommt der Klapperstorch per Eilbote mit Kühlbox unterm Arm. Das Wenige, was ich darüber weiß, stammt aus den Medien. Ich habe für eine Reportage Samen gespendet. Weit angenehmer als Blutspenden. In der Spritzkabine liegen Hochglanzjournale. Man kann sogar davon träumen, mit Heidi Klum ein Kind zu haben. Männerfantasien. Für Sie wäre ebenfalls ein kleiner Nebenverdienst drin. Ich werde Ihnen nicht einmal ein Foto in Uniform geben. $70,000 kostet eine befruchtete Eizelle in den USA. Die Eispenderin erhält rund 6.000. Aber es wurden auch schon 35.000 hingeblättert. Bei Ihrem Aussehen könnte ich mir gut 25.000 vorstellen. Mehr nicht? Wieso keine 35? Es handelte sich um eine Princeton-Absolventin. Nur deshalb. Okay. Da hält die BKA-Schule in Wiesbaden natürlich nicht mit. Kommen wir ins Geschäft? Sie wissen vermutlich sehr genau, welchen Eindruck Sie bei Männern hinterlassen. Wohingegen Sie vermutlich nicht einmal ahnen. Übrigens, die Briten haben eine recht hohe Versicherung auf Elena abgeschlossen. Rate, wer die bekommt. Father Unnecessary? Bingo. Davon zahlen Sie Elenas Familie eine kleine Abfindung. Das spricht sich in den Bergen herum, schon stehen neue Leihmütter Schlange. Jetzt bist du wieder dran. Ich habe die Auftraggebereltern vorgeladen. Nette Stinos, knapp über 40, können keine Kinder bekommen. Der Mann war in Elenas Wohnung. Er wollte ihr das Geld bringen. Da soll sie bereits tot gewesen sein. Glaubst du ihm? Ich halte für unwahrscheinlich, dass sie den Tod ihres Kindes riskiert hätten. Ausschließen kann ich es ebenso wenig wie du, die Mafia. Übrigens, mich beschäftigt, dass du an künstliche Besamung denkst. Zumal du verheiratet sein oder den Eingriff im Ausland vornehmen lassen müsstest. Was wird das denn jetzt? Warum in die Ferne schweifen sie, das Gute liegt, sitzt, so nah? Keine Angst, ich mache dir keinen Heiratsantrag. Nur was bringt es, wenn ich für 60 € Samen spende, den du dann für 2.500 kaufst? Für das Geld sollten wir zwei lieber ein verlängertes Wochenende auf Teneriffa buchen. Das geht mir ein bisschen zu schnell. Vielleicht bin ich morgen tot. Verpasste Chancen stimmen immer ärgerlich. Nein, ärgerlich wird's erst, wenn's toller Sex gewesen wäre. Beim ersten Mal versage ich meistens. Traurig, traurig. Hast du es mit Kontaktanzeigen versucht? Klar, wenn in der Annonce 48 Kilo steht, wiegt das Mädel 37 und ist magersüchtig. Schreibt eine 75 Kilo, wuchtet sie garantiert das Doppelte durch die Tür. Bei dir
sehe ich, dass alles spektakulär verteilt ist. Dorst? Scherenschleifer. Vor anderthalb Stunden ist im Dialysezentrum eine herrenlose Niere aufgetaucht. Der Händler sitzt in Ihrem Büro. Ich komme sofort. Trinken Sie in Ruhe Ihr Glas aus. Ich muss noch prüfen, ob es sich um Elenas Niere handelt. Ich glaube, ich werde gerade eifersüchtig. Wir haben eine Niere. Ich muss ins Kommissariat. Nehmen wir meinen Wagen? Du kannst leider nicht mit. Das nennst du also Zusammenarbeit. Wer ist denn der Glückliche? Kleine Geheimnisse wirken bei jeglicher Art von Beziehung erfrischend. Aber wenn du es genau wissen willst, er hat eine ungeheuer erotische Stimme. Dr. Adrian Freund, 55 Jahre, geboren in Berlin, ist das richtig? Das habe ich doch schon Ihren Kollegen gesagt. Sie sind unter anderem Namen auffällig geworden, Paul Spender. Welche Pseudonyme benutzen Sie noch? Ich bin Arzt. Natürlich konnte ich in dieser Angelegenheit nicht unter eigenem Namen auftreten. Viel einfallsreich. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Irgendjemand hat das organisiert. Packen Sie Ihre Sachen, Sie kommen mit aufs Revier. Mollhof. Das Ehepaar wohnt in dieser Stadt. Sie sollten das Kind bekommen. Na also, geht doch. Ich hatte sie mir anders vorgestellt. Darf ich mich setzen? Entschuldigung, ich mache mich immer breit. Sie sehen richtig nett aus. Keine Hakennase, kein Igel, keine Metzgerarme. Sind Sie wirklich bei der Polizei? Kripo, ja. Sie erfüllen die Klischees dafür umso mehr. Sie schaffen Unordnung, rauchen, tragen Bart. Außerdem besitze ich eine Lesebrille. Wir sollten unbedingt das Thema wechseln, sonst bekomme ich Depressionen. Sie haben damit angefangen. Okay. Sie wollten etwas über den Organmarkt wissen. Interessieren Sie nur Nieren oder auch Haut, Augen, Leber, Darm, Bauchspeicheldrüse. Lippen- und Nasentransplantationen sind derzeit noch singulär. Bleiben wir bei den Nieren. Ihren Artikeln zufolge handelt es sich um einen globalen Markt. Richtig. In Indien bekommt ein Nierenspender zwischen 400 und 800 Euro und 4000 Euro für ein Auge. In Zentral- und Südamerika werden Straßenkindern die Organe gestohlen. In der Ukraine, in Mosambik, überall das Gleiche. In Moldawien bringt eine Niere das Hundertfache eines durchschnittlichen Monatseinkommens. Die Nieren werden in türkischen Kliniken entnommen. Wegen fehlender Nachbehandlung werden die Spender regelmäßig zu Invaliden. Immerhin gibt es in Deutschland ein Transplantationsgesetz. Wenn Ihr Leben ernstlich bedroht ist, würden Sie den Tod anderer in Kauf nehmen? Ich würde... Sie oder er? Ich würde um mein Leben kämpfen. Wer nur noch wenige Wochen zu leben hat, greift zu fast jeder sich bietenden Chance. Und selbst bei gewerbsmäßigem Handel mit Organen liegt die Höchststrafe bei 5 Jahren Haft. Für die Empfänger gelten dabei noch jede Menge strafmildernde Gründe. Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Sie helfen mir, den Mörder zu finden, und dafür erhalten Sie eine Exklusivstory. Die Tote war Rumänin. Da müssen Sie ein Dutzend draufpacken, sonst reicht es gerade für einen Fünfzeiler. Sie können Recherchen im Ausland durchführen. Mir sind die Hände gebunden. Ich höre nur, was ich unternehmen soll. Versprechen Sie vorerst, nichts an die Öffentlichkeit zu bringen? Ihr wurde eine Niere entnommen. Das sagten Sie bereits am Telefon. Sind wenigstens deutsche Krankenhäuser beteiligt? Ich kann schweigen. Die Tote war im 5. Monat schwanger. So etwas kann jeder Frau passieren, auch Ihnen. Wie hieß die Rumänin? Elena Istrati. Ihr wurde der Embryo entfernt. Offenbar diente die Niere nur der Ablenkung. Ich habe Interesse.